Super, alles klar. Also, Projektionsfläche wurde mir eine große versprochen, die habe ich. Sound scheint hiervon nicht zu funktionieren. Ich werde dann das als Bildgeber nutzen und gleich kann ich den Sound original von der Scheibe, von Autobahnen, von Kraftwerk mal abspielen. Was aber eigentlich nur als Zeitgeber gedacht war, dass diese Platte läuft. Also anstatt einer Uhr würde ich dann da sehen können, wie lange der Vortrag noch dauern kann. Aber wenn wir jetzt hier den Sound nicht haben, spiele ich euch gleich das Intro natürlich, Autobahn, von der Scheibe vor. Dieses offizielle, so mit Danke an alle und so, Rainer, Lisa, besten Dank, so sage ich direkt am Anfang, weil ich das am Ende sonst vergesse. Und diese Konferenz ist natürlich in erster Linie für 3 Tage in Düsseldorf am 29. bis 31. Oktober. Und nur die ersten beiden Tage findet im NRW-Forum statt, weil eigentlich mache ich das ja mit dem DCSE. Und wir sind im CCD Süd und erwarten da Michael Rothe am Freitagabend, den 30. und haben eben wissenschaftliche Vorträge, den Oberbürgermeister da. Wir haben viele junge Bands an dem Samstag da. Man kann sich akkreditieren für kleines Geld oder als Student kostenfrei. Und da wird noch viel mehr über Kraftwerk genördet und erzählt und von allen Seiten belauscht. Was ich mir überlegt hatte, ist, erstens Creative Mornings wollte ich unterstützen und irgendwas machen. Und dann habe ich gedacht, sollte möglichst im Oktober sein, wenn ich sowieso gerade so der Promomann bin. Dann rückte das näher mit, wo machen wir das? Ich sagte, geil wäre Klingklang. Geil wäre super Klingklang. Und dann habe ich gedacht, wenn wir schon da stehen, machen wir es über Autobahnen, weil eigentlich kann ich mir über alles was erzählen. Ich könnte auch sagen, Radioactivity. Autobahn ist gar nicht mein Lieblingsalbum. Sowieso nicht. Außer seit gestern Nachmittag 14 Uhr. Jetzt bin ich angesaugt von Autobahnen. Jetzt denke ich, was für ein geiles Album. Und es lag nur einfach nahe, das jetzt hier zu machen, weil genau hier eben Autobahn aufgenommen wurde. Also die Räumlichkeiten hat halt Florian Schneider 1969 angemietet und hat ganz früh halt noch mit Querflöte und Schlagzeug und Hammondorgel erstmal hier Musik gemacht. Und da war Autobahn eigentlich noch in weiter Ferne, weil Autobahn kam ja im November 1974 raus. Das heißt, 1969 wurde hier erstmal so krautrockmäßig, lange Haare, viel selbstgedrehte Zigaretten, Musik gemacht. Und das Kultige ist, was ich finde, dass eben 1974 Conny Plank mit seinem VW-Bus hier angefahren kam, weil der hatte als einziges nicht nur ein Studio, sondern eben auch mobiles Equipment. Das heißt, ein Typ wie Conny Plank hat sein Mischpult geschnappt, in den VW-Bus gestellt und ist irgendwo hingefahren, meistens zu irgendwelchen Festivals, um dann die Jazzgrößen aufzunehmen oder Nana Muscuri in Amsterdam oder was eben anfällt und Geld bringt, die Blackface am Kölner Ring, alles Mögliche. Aber eben auch mit dem VW-Bus hier auf den Hof zu fahren, dann ist das Pult halt in dem Bus, die Kabel wurden hier reingelegt und alles wurde hier mikrofoniert und eingespielt. Mit Conny Plank. Und dann, wenn auf der Platte steht, aufgenommen mit mobilem Equipment und in Connys Studio, dann ist das halt der Mix. Der Mix wurde bei Conny gemacht. Und da war dann auch Wolfgang Flür dabei und hat Schlagzeug dazu gespielt. Und da wurde dann diese ganzen Stereo-Effekte von links nach rechts und alles das, was man mit dem Minimoog sonst so machen kann, erstellt. Aber wie gesagt, ich finde den Moment halt irgendwie ganz gut, dass die Typen hier 4, 5, 6, 7 Tage, wo Conny dann privat bei Florian Schneider untergebracht war, gewohnt hat, wie so ein Arbeiter hier reinkam, von 9 bis 18 Uhr arbeiten wollte, danach zu Florian in seine Villa sich abgelegt hat, am Wochenende zu Hause sein wollte. Und dass alle gesagt haben, keiner wusste, dass wir an so einem Meilenstein arbeiten. Also jeder, der dabei war, sagt natürlich, klar, war ein cooles Stück oder wir haben auch mit dem Minimoog viel versucht, aber keiner weiß natürlich, dass man damit Musikgeschichte schreibt. Aus der Kraftwerk-Zeitrechnung ist ja Autobahn die Nummer 1. Ralf Ritter möchte ja, dass wir die Nummer 1 erinnern. Autobahn. Aber es gab ja vorher, das ist Autobahn. Jetzt wollte ich das hier einspielen mit dem Sound. Was jetzt nicht klappt, jetzt mache ich das hier. Alle Mega-Nerds wissen, das ist die wichtige Kraftwerk, das ist die deutsche Pressung, das ist die mit der wichtigen Produktionsnummer hinten drauf,
dass die mit dem Originalaufkleber, dass die Philips Erstpresser, und die darf heute nicht wegkommen. Ne? Zu Hause nicht. So fängt Autobahn an. 22 Minuten 30 und daran halte ich mich dann ab jetzt. Also aus der Sicht von Herrn Hitter ist das seine Nummer 1. Also es gibt 8 Kraftwerk-Alben, deswegen gab es auch 8 Abende im K20 zum Beispiel und der erste Abend war natürlich Autobahn. Und was alles davor hier passiert ist und eben auch auf Platte rauskam, möchte Kraftwerk ja eigentlich am liebsten verschweigen. Weil die natürlich eben so krautrockmäßige Anfänger hatten, wo die noch mit Gitarre und Querflöte gespielt haben und eigentlich mehr in so einem Feld unterwegs waren wie Can oder Neu, Amon Wheel 2 und ähnliches grauenvolles, langhaariges Hippie-Zeug. Und unter diesen Krautrock-Bands sind bestimmte andere Gruppen eigentlich viel besser gelitten, als jetzt Kraftwerk waren. Will sagen, als Krautrock-Band ist Kraftwerk jetzt nicht die Nummer 1 gewesen. Mit diesem Autobahn-Ding sind wir aber mal die Nummer 1 gewesen, weil jetzt sind wir im November 1974 und man sagt das erste voll elektronische Album. Das ist halt die Nummer 1 und deshalb so bahnbrechend, weil die Typen nur mit diesem Minimoog eine elektronische Platte gemacht haben, weil ein elektronisches Schlagzeug drauf ist, eigentlich keine akustischen Instrumente. So, das war ebenfalls nicht ganz neu, weil bestimmte Leute sagen, ja, es gab schon Tangerine Dream, es gab schon Popol Vuh. Du weißt doch auch, dass es Cluster gab und bestimmt waren die November 1974 nicht die ersten, die ein voll elektronisches Album rausbringen. Aber die Art, wie die halt die Elektronik eingesetzt haben, war halt extrem bahnbrechend, weil die eben so eine Korrelation gefunden haben mit der Technik. Die selber wollten Musik machen, haben die Technik als Technik entdeckt und nicht wie andere Jazzgrößen 1972 ein Minimo als quasi Geigenersatz eingesetzt. Dass man denkt, oh wie geil, kann ich so komplizierte Jazzinstrumente ja jetzt mit Minimo nachmachen und eben eigentlich Sounds imitieren oder eben Leute, die mit Minimo Musik gemacht haben und eben gerne brandenburgische Konzerte spielen und zeigen, dass man klassische Musik auch mit einem elektronischen Wiedergabegerät oder irgendwie Synthesizer machen kann. Wie eben Wendy Carlos zu der Zeit oder so. Das heißt, wenn ihr nur heute mitnehmt, Autobahn ist die Nummer 1, dann findet ihr genügend Schlauberger, die sagen, aber es gab doch schon andere Bands, die den Synthesizer eingesetzt haben. Richtig. Und der nächste Schlauberger sagt zu euch, das ist doch gar nicht rein elektronisch, da gibt man doch, man hört doch im Zwischenteil auch die Gitarre von Röder. Dann sagt ihr, okay, klar, selbst diese Gitarre ist elektronisch verfremdet und die Querflöte von Florian ist ebenfalls elektronisch verfremdet. Und eigentlich kann man es kaum ausmachen auf der Platte, aber ihr werdet die Leute treffen, die sagen, es gibt Gitarre und Querflöte, es ist nicht rein elektronisch. So, das wäre das, warum ihr überhaupt hier seid, weil grundlegend ist das zum Beispiel das, was Autobahn so wichtig macht. Dann ist es 22 Minuten, dann ist es der erste gesungene Song von Kraftwerk. Dann ist es der erste Song, den es auch wirklich nur auf Deutsch gibt. Das heißt, wenn die das in Amerika in die Charts gebracht haben, dann gibt es immer nur die deutsche Version. Wobei von allen anderen Platten gibt es immer deutsche und englische Versionen. Was natürlich ein schöner, früher europäischer Gedanke ist. Das Coole ist, die machen eine Platte auf Deutsch, dann heißt die Menschmaschine. Genauso gibt es sie auf Englisch, dann heißt die Menschmaschine. Die Songs sind auf Deutsch oder auf Englisch. Eigentlich super europäisch vorgedacht und so. Finde ich gut, außer bei Autobahn. Autobahn kennt jeder nur auf Deutsch. Und deswegen, auch wenn das in Amerika in Charts war, war das die deutsche Version. Und wichtig, und ich muss mich konzentrieren, dass ich überhaupt zu gar nichts anderem irgendwas sage, nicht zu Mensch, Maschine und Computerwelt und allem, was total riesig ist an Kraftwerk, sondern nur zur Autobahn.
was ich ja jetzt auch neuerdings als ein Riesenmeisterwerk ansehe. Und vor allem der Weg dahin, okay? Also der Weg dahin heißt, wir gucken uns die Platten an, die Ralf Hütter versucht zu verschweigen, nämlich das Album von 1970, das erste Kraftwerk-Album, was du ja noch gut kennst, wo Ruckzuck drauf war. Und Ruckzuck war ja damals irgendwie die Titelmusik von Aspekt immer für eine kurze Zeit und ist so ein Querflötenthema, so staccatoartig gespielt von Florian mit Schlagzeug und Gitarre eigentlich drauf, beziehungsweise Hammond-Orgel von Ralf. Das ist das erste Kraftwerk-Album, das ist mit diesen Pylonen halt bekannt geworden und ist seitdem irgendwie ein Wahrzeichen geblieben für Kraftwerk. Steht ja auch jetzt immer noch hier draußen, die Kraftwerk-Pylone. So sah das aus. Super minimalistisch eigentlich, also die Cover sind schon immer genauso wichtig wie die Musik bei Kraftwerk. Hier war halt eigentlich Krautrockmusik verpackt in einem ziemlich minimalistischen, formalen Style, ähnlich wie bei Neu. Das ist so ein Klappcover, also Vorderseite, Rückseite. Ja, ihr seht das ja schön groß da. Okay, und wenn man es aufklappt, war in dem Album Centerfold von einem Generator. Und das habe ich jetzt mal gestern noch schnell mit reingenommen, weil das Foto ist eben von Bernd und Hilla Becher. Also schon 1970 haben die beiden das Schwarz-Weiß-Foto für dieses Album von Kraftwerk gegeben. Auf allen Wellen irre Vorreiter, diese Typen. Das zweite Album hieß Kraftwerk 2, lustigerweise. Man hatte diesen grünen Pylonen drauf. Und ist so ähnlich wie bei Neu, wo ja auch das zweite Album einfach Neu 2 hat. Ich meine, das sieht alles nicht atemberaubend aus. Nur 1972 oder 73 war das irgendwie atemberaubend, weil kein Mensch hat seine Platten so nüchtern verpackt, weder Neu noch Kraftwerk. Also das hatte eine totale Signalwirkung, dass da einfach nur ein Name draufsteht oder dass es eben so eine grafische Gestaltung gibt. Ich meine, alle blöden Pink Floyd und Iron Butterfly Alben sahen anders aus, nicht so. Also das war, ja, es ist schwer nachzuempfinden, jetzt zurückblickend, aber damals war das neu und innovativ. So, diese Platte versucht, die Platten gibt es alle nicht mehr, es gibt keine CDs davon. Wenn man glücklich ist, hat man hier so ein Vinyl von damals oder ein CD-Bootleg, aber die Sachen dürfen halt nicht mehr rauskommen, weil Kraftwerk das versucht zu verschweigen. So, das ist zum Beispiel die Original-Kraftwerk von damals. Wie die rauskommen, wie wir schon gesehen haben. Und bei der 2 ist es, eigentlich das erste Stück auf der ersten Seite heißt Klingklang. Das ist das Ding, was der Namensgeber war hierfür und seitdem ist dieses hier das Klingklang-Studio. Ansonsten sind die Platten halt, diese Platten zum Beispiel, alle in so Nachtschichten in Hamburg gemacht worden, weil Conny Plank zu der Zeit in Hamburg wohnte. Jede Düsseldorfer Band ist nach Hamburg gefahren, um mit Conny zu arbeiten. Conny hat aber in Hamburg gearbeitet, weil er von so einem Schlagerproduzenten engagiert war und hat bei Ralf Arni in Hamburg gearbeitet, hat tagsüber so Sachen wie Margot Eskins oder so gemacht und hatte nachts meistens seine kiffenden Freunde zu Besuch. Und dann haben die immer tagsüber Margot Eskins und dann abends ab 20 Uhr Kraftwerk neu oder wer halt da vorbeikam. Nur in der Vorstellung denkt man immer, die Sachen sind alle in Düsseldorf entstanden oder so. Also speziell genau diese Alben sind immer in Nachtschichten in Hamburg entstanden und immer innerhalb von 3 oder 4 Tagen bzw. Nächten. Die Typen fahren dahin, nehmen schnell auf dem teuren Recording-Equipment auf von Margot Eskins und fahren wieder nach Hause. So, da gibt es halt 2 Platten, Kraftwerk 1 und 2. Und jetzt gibt es eine Platte, die versuchen die besonders zu verstecken, weil es die berühmte Ralf und Florian. Links Ralf, rechts Florian. Also ich meine, so krautrockmäßig und nerdy waren die halt 1973. Also links ist der Typ, der als einziges auch heute noch bei Kraftwerk ist und singt und alle Interviews nicht gibt. Und rechts ist der Typ, der das Studio hier angemietet hat, 1969 und das eben bis letztes Jahr hatte, bis 2014. Das heißt, überhaupt, dass wir hier eben sein können, gibt es erst seit 6 Monaten. Seitdem der Philipp das Anfang des Jahres mitbekommen hat, dass man das mieten kann. Die Vermieter sind immer noch die gleichen wie 69, nur jetzt schon in der zweiten Generation. Alles, was so drumherum passiert, sind auch so Kreativhöfe schon immer gewesen. Und hier haben die sich halt erstmal
eingenistet und haben zu zweit dann Musik gemacht. Das ist ja noch nicht die Vier-Mann-Kraftwerk-Besetzung, sondern es geht ja immer um Ralf von Florian. Ich meine, auf der Platte hier, und das ist der Kultruf von Klaus Dinger, haben die halt zusätzlich einmal Klaus als Schlagzeuger engagiert. Allerdings auch nur für die zweite Seite, für ein Stück. Das heißt, der gesamte Ruf von Klaus Dinger, ich war bei Kraftwerk, basiert auf 1970, zweite Seite, zweites Stück. Und das war damals schnell auch eine Nachtschicht. Also einmal war der Klaus, weil mit dem habe ich ja selber auch Musik gemacht, der hat das ja erzählt, wie er ja einen Tag mal zu Conny gefahren ist. Damals war Conny allerdings noch in Köln, weil da gab es noch diese Renos-Studios und da hat er halt so Karnevals- und Schlagermusik tagsüber gemacht und dann nachts diese Scheibe. Das steht auch immer genau drauf, recorded von dem und dem Tag auf dem und dem Tag. Also das sind auch jetzt wiederum für mein Buch die wenigen wirklich verbrieflichen Quellen gewesen. Weil gerade bei Kraftwerk erzählt jeder irgendwas und jeder fühlt sich auch berufen, irgendeinen Quatsch zu erzählen und jede Schote wird zu einer riesen Anekdote. Deswegen war zum Beispiel für mich, für das Buch und natürlich auch jetzt für den Vortrag, das Wichtige immer nur, was sind die wenigen Hard Facts? Wo kriegt man was her, was wirklich stimmt? Also zum Beispiel, was auf den Platten steht, wann die wo gemacht sind und so, wer als Produzent genannt ist und sonst wie. Das kann man glauben. Und alles andere, was nicht richtig verbrieft ist, habe ich ja immer weggelassen. Steht auch nicht in dem Buch oder so. Alles, was irgendwie nicht glaubhaft ist oder wo irgendeiner versucht, sich wichtig zu machen oder denkt, was zu erinnern, was überhaupt nicht sein kann, habe ich halt nie aufgenommen bzw. am Ende wieder rausgestrichen. So, bevor eure Konzentration nachlässt, sage ich, das ist Ralf und Florian von 1973. Ralf spielt Hammondorgel. Florian spielt Querflöte und nur auf dem Album ist als allererstes schon einmal ein elektronisches Schlagzeug eingesetzt, aber nur in Form eines so Presets. Also es gab so Alleinunterhalterorgeln, da konnte man halt so Foxtrot, Samba, Rumba als Rhythmus dazuschalten. Okay. Das haben die genommen, also nur diese Samba-Einheit ohne die Hammondorgel und haben das laufen lassen als Rhythmusgeber, als Schlagzeug für die Ralf und Florian. Deswegen ist die auch so wichtig, weil man sagt, das ist das erste elektronische Schlagzeug drauf, weil die diese Alleinunterhalterorgel hatten. Und eben natürlich so ganz, weiß ich nicht, ob man das jetzt lustig findet, aber so deutschtümelnde Sachen da, diese alte Schrift für Ralf und Florian. Man nennt das gar nicht ein Kraftwerk-Album, man sagt immer Ralf und Florian. Obwohl, da steht dann halt auch die Pylone und Kraftwerk drauf, aber auch aus deren Sicht ist das kein Kraftwerk-Album. Das ist die Vorderseite, so sieht die Rückseite aus. So, das sind wir im Klingklangstudio 1973. Da sitzt links halt Ralf an seinem Arbeitsplatz mit dem Neuerwerb, dem Minimoog-Synthesizer. Ralf hat den Minimoog vor sich und links die Hammondorgel, hat sich schon diesen Neonkasten machen lassen, wo Ralf draufsteht. Und Florian hat halt hier seine Querflöte auf den Knien. So eine Hawaii-Gitarre gibt es hier noch. Und das sind halt alles diese so Effekt- und Hallgeräte, die den Querflöten-Sound elektronisch verfremden. Überhaupt, wenn man sich fragt, warum ist Kraftwerk und Neu und Sonstiges überhaupt Elektronikmusik, dann ist es nicht deshalb Elektronikmusik, weil es alles mit dem Synthesizer gemacht ist, sondern weil die akustischen Signale, wie zum Beispiel eine Gitarre von Michael Rother, so oft verfremdet ist und so oft irgendwie durch Hallgeräte geschickt wurde. Oder bei Conny auf Bänder gespielt wurde, die dann wiederum rückwärts abgespielt wurden, damit man diesen berühmten Neu-Rückwärts-Effekt hat. Das heißt, ich spiele die Gitarre aufs Band, drehe das Band um, habe ich genau den Rückwärts-Effekt. Und solche Spielereien, das war der Anfang von Elektronikmusik, weil man gesagt hat, schon ein akustisch verfremdetes oder elektronisch verfremdetes akustisches Signal ist Elektronikmusik. Ich stehe jetzt zum Beispiel gerade hier. Ja, das ist die Stirnseite hier vom Klingklang. Und so haben die den Raum vorgefunden. Am Anfang natürlich noch ein bisschen mit Eierkartons irgendwie isoliert. Und erst später gibt es halt verschiedenste Epochen für das Klingklang. Aber das ist halt hier genau die Stirnseite, genau wie wir stehen. Das hier. Also Florian sitzt da, Ralf da. Und das Ding ist für die Engländer neben Autobahn selber halt so quasi die Initialzündung. Ich muss mich beeilen. Also jeder in England sagt, Autobahn ist das bahnbrechende Ding, als ich Autobahn gehört habe. Das war der erste Tag beim Rest meines Lebens oder so. Also die Engländer, die drücken sich gerne groß aus. Ich meine, das sagt Andy McCluskey immer. Das war der erste Tag beim Rest meines Lebens. Oder Daniel Miller,
meinte, ich weiß noch genau, wie ich mit dem Interrail-Ticket im Zug unterwegs war, mit meinem Kassettenspieler und dem Original-Tape von Autobahn. Das war für mich die Sternstunde und deswegen haben die Engländer angefangen, Elektronikmusik zu machen. Deswegen treffen wir uns heute hier und sprechen über Autobahn, aber schon vor Autobahn ist halt diese Rückseite von dem Ralf und Florian-Album für die Engländer total wichtig gewesen, weil die liebten halt diese nerdy-mäßige Stimmung, dass sich zwei Typen zurückziehen und einfach in einem Studio alleine Musik machen, sich so mit so Mixing-Desk und eben diesen Verfremdungseffekten und so, so sehr mit ihrer eigenen Musik und ihrem eigenen Kosmos beschäftigten, dass dieses Bild kennt in England jeder und jeder weiß, was Ralf für Schuhe anhatte. Selbst die Schuhe hier waren irgendwann ein Signal. Die Leute kauften sich dann weiße Lederslipper, weil Ralf Hütter hatte auch weiße Lederslipper. Ich meine, Ralf ist jetzt zum Glück, Ralf Dörpers ist zum Glück jetzt nicht hier, auch Ralf hatte weiße Lederslipper. So, jetzt habe ich schnell ein paar Bilder da reingehauen, die sind nämlich eigentlich super selten, obwohl auch Getty Images draufsteht. Aber oft sieht man die nicht. Das ist halt genau Klingklang, 1973. Hier sind wir vor Autobahn und hier stehen wir jetzt quasi auf Ralfs Arbeitsplatz. Ja, also Ralfs Hemdorgel, viele selbstgedrehte Zigaretten und dann eben diese so Roland-Echo-Geräte, Verfremdungskram, was ich eben schon alles erzählt habe. Das hier seid ihr dann da, die Seite. Und so hat Ralf Hütter von da aus darüber geguckt und hat seinen, ja, Kollegen Florian, hier stehen sie mit Hörflöte. Und der Mann in der Mitte ist Emil Schuld. Das ist halt ein Kumpel von Ralf gewesen. Emil hat bei Beuys studiert und Emil hat das ganze Artwork immer gemacht. Also Autobahn, das Cover zum Beispiel, das deutsche Cover zumindest, das, was ihr da seht, ist von Emil Schuld. Und Emil schreibt Texte für Kraftwerk. Also der ist bis heute dabei und der hat eben Model oder Autobahn. Der Text ist dann immer Emil Schuld. Nur das ist halt genau dieser kurze Moment noch, bevor Wolfgang Führer dazukommt und wirklich elektronisches Schlagzeug spielt für die Jungs. Oh Mann, ich verstehe. So, das Ganze aus der Sicht von Florian. Ihr wisst Bescheid. Auf jeden Fall, die drei Dinger waren selten, die wollte ich euch jetzt nicht vorenthalten. Etwas später, das passt zwar jetzt nicht mehr in den Vortrag, wollte ich euch auch nicht vorenthalten, so sah es etwas später aus. Das war dann das, eigentlich so sieht das Klingklang-Studio dann aus, aber das könnt ihr jetzt auch nicht so gut sehen. Ne? Habe ich mir anders vorgestellt. Auf jeden Fall, da sieht man dann natürlich schon hier die Verkleidungen alle, wie die das gemacht haben, die Schallisolierung und wie haben Kraftwerk gearbeitet, also der ganze Raum war zugestellt mit Technik. Dadurch, dass es auch keine gute Lüftung hier gibt oder so, muss das eigentlich, also so ein Spaß war es dann auch wieder nicht. Hier waren auch irgendwie nur Jungs zugelassen. Niemand durfte ins Klingklang-Studio. Und ich glaube, es gibt keine zwei Handvoll Leute, die sagen können, dass sie irgendwann bis 1991 überhaupt jemals hier drin waren. Also niemand war jemals hier, außer 6, 7, 8 Leuten, die ich kenne. Und eben auch nur eine Frau. Also Frauen hatten keinen Zutritt. Und die einzige Frau, die überhaupt mal hier war, war die Frau, die die Animation gemacht hat für Technopop, für dieses MTV-Video, wo die Köpfe alle so vermessen wurden, was in den 80er Jahren so ein MTV-Ding war. Also diese Frau kam aus New York von der Kunsthochschule da und hat halt hier die Köpfe vermessen. Das heißt, die musste auf jeden Fall mal zu Besuch kommen. So, jetzt sind wir bei Autobahn. Yeah! Jetzt haben wir schon fast die Hälfte geschafft. Kannst die Nadel nochmal neu aufsetzen. Das ist das Cover, was Emil Schuld gemacht hat. November 1974. Das hat er so gemalt für Kraftwerk. Emil Schuld. Das heißt, die Deutschen kennen dieses Autobahn. Wenn man das jetzt gekauft hat, so sieht deine Autobahn aus, oder? Dann hat man das Frontcover Emil Schuld. Und wieder ist die Rückseite wichtig. Und hier sind so ein paar wichtige, also für uns wichtige Facts über Kraftwerk. Wie gesagt, wann kam das raus? Wie ist die Produktionsnummer? Was ist die Tracklist? Welche Stücke sind da drauf? Nämlich Autobahn, 22 Minuten 30 auf der einen Seite. Was eben das bahnbrechend neue Musikstück ist, weil es eben nahezu voll elektronisch ist. Und die Rückseite mit so kryptischen Songs wie Kometenmelodie 1 oder Kometenmelodie 2. Mitternacht und Morgenspaziergang. Was eigentlich noch viel mehr so ist, wie Ralf und Florian früher auch war.
Also das ist nicht das neue Bahnbrechende. Das neue Bahnbrechende ist nur dieses Autobahn-Ding. Weil die Rückseite klingt so wie die, auch noch ohne Wolfgang Flür klang, nämlich eigentlich mehr wie Ralf und Florian. Und das ist die Zeit, wo der Wolfgang von erzählt, wir waren bei Aspekte im deutschen Fernsehen, uns hat man gesehen mit meinem ersten selbstgebauten elektronischen Schlagzeug und so. Zeitlich gesehen ist das genau nach der Ralf und Florian, weil die nämlich Stücke von dem Album gespielt haben in dem Studio in Berlin für Aspekte und weil es Autobahn noch nicht gab. So, und dieser Wandel dauerte irgendwie 10 Monate eigentlich nur zwischen total langhaarig und hippiemäßig Asta Mitverwaltung oder jetzt neuerdings Kraftwerk und ein bisschen mehr kurzhaariger, moderner dann und eben mit Verstärkung von Wolfgang Flür am elektronischen Schlagzeug. Wie ihr nicht seht, ist da auch noch Klaus Röder genannt. Violine und Gitarre, also Geige und Gitarre, ist auf Autobahn zu hören, wie ich eben gesagt habe. Und was auch ein wichtiger Fakt ist, finde ich, hier steht Engineer Doppelpunkt Konrad Klang. So, also eine dieser fiesen Geschichten geht halt immer so, die haben den Conny rausgeschmissen aus der Produktion, als dann Autobahn ein Riesenhit war, durfte der Conny nicht mehr genannt werden und so. Also schon auf der ersten Scheibe, die jemals rauskam, ist auch Conny Klang nur als Engineer genannt. Hier steht Engineer Doppelpunkt Konrad Klang. So, das kann man glauben. Und so ist es auch bis zuletzt geblieben, also kann man den nicht unbedingt dabei Schlechtes nachsagen. So, das ist der kurze Text, der ist zum Beispiel dann auch von diesem Emil Schuld geschrieben, der das Cover gemacht hat und eben zu sehen war. Und so ist es auch international. Das ist das, was alle kennen. In England und in Amerika, überall heißt es, wir fahren auf der Autobahn. Geiler Reim. Genau, wie vor uns im Weltteil. Die Sonne scheint mit Glitzerstrahl. Sensationell. Also, kurz vor Heine, würde ich sagen. Und dann ist das eben auch mit der Auslöser für dieses Missverständnis, dass eben die Amis meinten, Fun auf der Autobahn. Das klingt ja lustig. Das ist ja wie unsere Beach Boys mit Fun. Wir sind interessiert an viel Spaß und auch an Autobahnen. Und schon ist das Ding irgendwie kurze Zeit später in den amerikanischen Charts. 1975, ein Jahr später war es in Charts. Und zwar für 25 Wochen lang irgendwie richtig Tonträger verkauft. Bis heute die bestverkaufte Kraftwerk. Also dafür, dass der Kult so viel größer geworden ist später, ist nach wie vor Autobahn das bestverkaufteste Album. Bitte. Die Kurzfassung, ja, also gut, die Kurzfassung, über die Kurzfassung zu reden, würde erneut 22 Minuten und 30 Sekunden dauern. weil das ist dann auch wieder so eine Mafia-Geschichte. Wer wollte die Kurzfassung? Keiner. Wieso wusste nicht Conny nichts davon? Keine Ahnung. Was haben die Amis da gemacht? Da geht es um Papiertüten mit Geld, da geht es um Leute, die Revolver in irgendwelchen Halftern tragen und sich. Also, das sind 22 Minuten und 30 Sekunden extra. Weil, der Peter hat natürlich recht, was in den Charts war, war denn die Single-Version. Die Single-Version von den 22 Minuten wollte eigentlich keiner haben, weil gegen das große künstlerische Konzept. Trotzdem haben die Amis eins geschnitten. Capitol ist halt eine amerikanische Plattenfirma, die sich nichts vorschreiben lässt. Lässt einfach eine Single davon schneiden, dann waren die 22 Minuten nur noch 3 Minuten 50 und 3 Minuten 50 gingen sauber in die Charts. So. Das wurde aber auch getragen von den ganzen College-Radios, die dann alle gesagt haben, hey, Autobahn, coole Nummer, spielen wir, fun, wir sind dabei. Und deswegen, diese ganzen studentischen College-Radios haben eigentlich Autobahn groß gemacht, was dann später, und das ist das Einzige, was ich als Verweis auf Radioactivity sage, den Herrn Hütter dazu inspirierte, überhaupt ein Album zu machen, was Radioactivity heißt. Weil er sagt, Autobahn ist nur bekannt geworden, weil die ganzen College-Radios unsere Autobahn-Single gespielt haben. Das heißt, diese Radioaktivität aus Amerika ist ja sensationell für uns gewesen und vielen Dank auch. Und deswegen ist die Idee von Radioactivity, das Klingklangstudio wird zu einer Radiostation. Deswegen sind auch alle Songs auf Radioactivity, haben überhaupt nichts mit Kernkraft zu tun, sondern nur mit Radios. Es geht ja um Airwaves, Antenna, um Sweet Home. Es geht eigentlich, selbst bei Radioaktivität, ja eigentlich ums Radio. Und um Wellen, die schwingen. Vom Empfänger und zum Empfangsgerät, oder? Bin ich jetzt nicht textsicher. So, dass das überhaupt nur Radioactivity dann überhaupt auch wieder so ein neues Missverständnis in dem Kraftwerk-Kosmos ist, erzähle ich beim nächsten Mal. So, hier steht es ja auch. Autobahn bei den USA, der größte Charterfolg von Kraftwerk.
Platz 25 wurde erreicht und 10 Wochen lang in den Charts 1975. Und das betrifft sowohl die Single als auch das Album, Herr Kolb. Auch das Album bei den Charts. Ja. Und ich habe gestern sogar einmal für euch die Akkordfolge ausgesucht. Also wer sich richtig gelangweilt fühlen möchte, man spielt das F, G und D. Okay. Der Zwischenteil ist B, C, D, B, C, A. Also man kann es leicht auf der Gitarre sofort zu Hause begleiten. Und interessanter als einziges ist, das ist natürlich ein Song, der basiert auf reinen Ganztonschritten. Ja, also das sind so wenige Lieder, die nur auf diesen Ganztönen basieren. Chromatisch, würde jetzt der Fachmann sagen. Das ist ein chromatischer Song, weil ich nehme nur die Ganztonschritte. Wenige ganz große Hits basieren immer auf dieser chromatischen Tonfolge, wie zum Beispiel I Will Survive. I Will Survive kriegt man nicht tot als Hit, weil es alle 8 Jahre wiederkommt. Und diese Tonfolge chromatisch ist, das findet jeder super. Und so ist auch Autobahn, das findet jeder super. So, das ist die Rückseite von Autobahn. Und wie gesagt, die Covers sind super wichtig. Ihr habt gesehen, die deutsche Vorderseite ist gestaltet von Emil Schuld. Und das ist hinten drauf. Das wollen die natürlich jetzt heute auch nicht mehr so sehen. Weil der Typ hier ist der, der Gitarre und Geige gespielt hat. Das ist nicht Klaus Röder, der aber eigentlich nur 4 Monate dabei war. Nur die 4 Monate, die er dabei war, war er halt auch bei Autobahn dabei. Hier Herr Hütter noch mit seinem schönen Kassengestell. Herr Schneider, Klaus Röder. Und hier der Neuzugang, Wolfgang Flür. Mein guter Freund Wolfgang Flür. 1973 dazugekommen. Relativ unentschieden gewesen, ob er bei Kraftwerk dabei bleiben soll, weil ihm die beiden anderen Typen ein bisschen unrock'n'rollig, nerdyhaft und anders vorkamen. Hat er sich lange überlegt, soll ich das machen oder ist das eigentlich auch voll peinlich? Und als dann aber Autobahn so gut funktionierte, hat auch der Wolfgang gesagt, ich glaube, ich mach das. Und dann gehörte der auf einmal zu dem Konzept dazu und auf einmal waren Kraftwerk 4 Leute und da der Wolfgang so schön dann Schlagzeug gespielt hat und das ist das Wichtige am Wolfgang wiederum gewesen, dass der auch zudem nicht nur ein guter Drummer ist und in verschiedenen Beatbands vorher in Düsseldorf gespielt hat, sondern dass er auch so ein guter Frickler ist und so technisch einiges zusammenfrickeln kann. So, der hat diese eine Beatbox genommen, die aus der Wurlitzer Orgel damals für Ralf und Florian ausgebaut hatten und hat gesagt, Moment mal, die Sounds sind ja gut, aber der Rhythmus kann ja gar nichts. Ich nehme nur die Sounds und mache mir meine eigenen kleinen Metallplättchen und rufe damit diese Samba-mäßigen Sounds ab. Nur nicht in den vorgegebenen Rhythmus-Pattern von Wurlitzer, sondern ich spiele das für euch. So, und dann hat er sich so ein Brettchen gebaut mit 6 Edelstahlplättchen drauf, hat eine Verbindung gemacht zu dem Soundgeber, hat das Ganze an eine Gitarrenbox angeschlossen, was auch schon sensationell ist, und stand auf einmal mit diesen komischen Stricknadeln hier oben und hat dann irgendwie Autobahn gespielt und alle sagen, das ist ja geil. So, das heißt, wenn einer sagt, Wolfgang Flür hat ja eigentlich das elektronische Schlagzeug erfunden, ist richtig. Super, hat er gemacht. Er hat nämlich diese vorgefertigten Sounds genommen, hat das selber auf sein eigenes Brett drauf geschraubt, darf das aber aus rechtlichen Gründen so heute gar nicht mehr erzählen. Weil natürlich auch Florian Schneider einen ganz großen Anteil daran hatte, weil es war sein Equipment, es war sein Lötkolben und er hat auch mitgefrickelt. Also haben wir das zusammen gemacht. Auf einmal gehörte der Wolfgang dazu und war in dem Kraftwerk-Line-Up und sitzt da ganz rechts. Und wenn man ganz genau hinguckt, dann sieht man, dass der Kopf ja eigentlich irgendwie aufgeklebt ist. Weil vorher hat er gesessen. Emil Schuld. Ja? Also, Emil war eigentlich gerne auch dabei. Ja? Emil hat schließlich den Text geschrieben und hat auch das Cover gemacht und alles. Ich meine, dieses Foto, das darf natürlich sowieso überhaupt gar keiner mehr sehen. Und ich weiß gar nicht, wo ich das jetzt habe. Aber so sah es vorher aus. Und auf diesen Hemdkragen hier haben die halt den Wolfgang draufgekriegt. Und so war dann Emil nur noch bei den Credits genannt für Text und Wolfgang war auf einmal I'm in the band. So, da haben wir. Sowas hat Emil auch gemacht, nämlich das Artwork zur Autobahn und ein eigenes Comic dazu gemalt.
Ich meine, solche Sachen, künstlerisch muss man es vielleicht nochmal anders bewerten, aber es gehört zur Autobahn dazu. Und auch hier schon direkt hier den Electricity Must geklaut und sich voll an den Hype von meinem Buch rangeschmissen, dass ich gedacht habe, mich ärgert das nicht. Darf sich jeder dran bedienen, bitte. Ich nehme es als Kompliment. So, jetzt noch einmal ganz schnell. Ihr wisst, das ist das deutsche Cover, weil das Wichtigste ist das englische Cover. Wie sah Autobahn in England aus? So. Das ist das berühmte Autobahn-Album, wie es in England erschienen ist. Und warum alle Engländer sagen, wir fanden Kraftwerk so geil, wir fanden die so total, so minimalistisch wie Kraftwerk war keiner. Wir fanden die Kult und als wären die von einem anderen Stern. Was die Engländer nicht wissen, Emil Schuld hat sich viel Mühe gegeben mit dem deutschen Cover und hat alles gegeben, damit das irgendwie nach Autobahn aussieht. Einen deutschen Mercedes-Benz hat und einen VW Käfer und dann die Autobahn sieht und alles. Das hier hat die englische Plattenfirma irgendeinem Vertriebshansel in Auftrag gegeben und hat gesagt, mach mal was zur Autobahn. Wir bringen dieses Ding von Kraftwerk raus. Wir haben das gekauft, wir bringen es raus. Niemand weiß, wer das überhaupt gemacht hat. Das ist nicht aus dem Kraftwerk-Kosmos. Aber es ist heutzutage das Stylischste für Engländer. Und die Leute sagen, ich habe mir Autobahn gekauft, weil ich den Song so geil fand, aber auch, weil ich das Cover so geil fand. Das ist dem Vertrieb zu verdanken. Hier, so sah es aus. Schön geprägtes englisches Cover. Gleiche Tracklist und alles, aber eben total verändert. Auch totaler Rip-Off. So, hier, das ist die Single. Das ist die originale amerikanische Single. Ihr könnt das gerne gleich ein bisschen begrabbeln kommen hier vorne, aber nicht drauf sauern. From the US, Top LP, Kraftwerk, Autobahn. Ich meine, daran ist alles kultisch. Und dann verschwimmen halt langsam so die Artworks. Also neuerdings nehmen ja Kraftwerk selber das jetzt schon wieder als Cover für Autobahn. Wer im K20 war und sich Autobahn gekauft hat, das sah es ja so aus. Weil die Jungs sagen, das ist stärker als Emil Schuld. Wir nehmen das und tun so, als hätten wir es schon immer geplant. So, dann gab es, früher gab es natürlich Kassetten. Daniel Miller von Mute hatte eine Kassette von Autobahn. Hat das auf seinem Kassettenspieler gespielt, hier auch das Kassettencover dann eben oder so, waren ja, wer sich erinnern mag, Kassetten damals verpackt. Und ich mache jetzt im Ganzen ein bisschen schneller für den, der wirklich weg muss. Also, schlaue Sachen sind natürlich, das habe ich hier mal für euch aufgeschrieben, musikalisch entwickelte Kraftwerk sich natürlich von diesem Krautrock-mäßigen Improvisationsding. Improvisation war ja das Ding für diese Krautrock-Typen und Amon Dül und alles mögliche krautige, langhaarige, da ging es ja eigentlich um Improvisation oder wie neu irgendwie erzählen. Wir wussten eigentlich überhaupt nicht, was zu spielen. Wenn wir auf die Bühne gegangen sind, dann haben wir lustige Zigaretten geraucht und haben einfach losgelegt und am besten so laut wie möglich und so lang wie möglich. Aber was wir da spielen würden, I don't know, sagt zum Beispiel Ewald Kranemann oder auch Klaus Dinger. Das waren einfach mehr Improvisations-Happenings in irgendwelchen Universitäten halt, in irgendwelchen Hörsälen, und das dauerte dann auch gerne mal 2,5 Stunden, obwohl es schon 2,5 Stunden zu spät angefangen hat. So, hier, das habe ich euch eben schon mal erzählt, erst spät kaufte der Minimoog, waren somit eigentlich keine Vorreiter und Pioniere, aber sie setzten die Technik schön neu und anders ein. Und hier Florian Schneider mit einem Zitat, dass er eben so ohnehin natürlich finanziell unabhängig immer war. Sagen die dann zu der Investition in den Minimoog zu gekauft zu haben, wir haben unsere Maschinen investiert und haben genug Geld zum Leben, basta. So, das sagt ein Lebemann. Wir können machen, was wir wollen, wir sind unabhängig, wir machen keine Cola-Werbung. Also das ist so dieses künstlerische, aber studentische, intellektuelle Gehabe, was die sowieso hatten. Also es ist alles große Kunst und natürlich ein Album ist sowieso die Kunst und eine ganze Seite einem Song zu widmen, ist auch große Kunst, weil das machen ja nur Prog-Rock-Bands wie Pink Floyd, King Crimson oder die berühmten Iron Butterfly. Richtig? Ralf Hütter, das ist halt ein berühmtes Zitat. Dadurch, dass die Typen so wenig Interviews geben, sind die wenigen Fetzen, die wirklich jemals irgendwann im Leben gesagt haben, so oft kopiert und rauskopiert und wieder neu erzählt und was weiß ich. Es gibt kaum was von denen. Deswegen sagt jeder,
das berühmte Hütter-Zitat mit den aufgeschraubten Köpfen. Also die selber haben schon damals gesagt, sie wollten auch gerne etwas machen, was nicht angloamerikanisch beeinflusst ist, was irgendwie eine europäische Identität hat. Und auch wenn das nicht sonderlich opportun war, wollten die halt irgendwas Deutsches erzählen. Du bist weg. So, und dann schlaue Leute in der Zeit sagen eben dazu, zum Beispiel, die Zukunft scheint schon wieder vergangen. Es geht um eine sonderbare Mischung aus Wehmut und Romantik bei Autobahn. Und eben um diese spezifisch deutschen Themen. Also die Typen haben sich ja nicht gescheut, irgendwie kurzhaarig zu werden, sich irgendwie korrekt zu scheiteln 1975 und eigentlich von jeder Studentenbewegung eher angefeindet zu werden oder möglichst noch in dem Verdacht zu stehen, irgendwie nationaldeutsch zu denken. Gleichzeitig ist aber natürlich die ganze Thematik, die Kraftwerk immer bedient, unheimlich deutsch, weil Autobahn ist ja nun mal wirklich das Einzige, was man aus der nationalsozialistischen Zeit in Amerika dann noch irgendwann erinnern mag, neben dem Führerbunker, dem Bernsteinzimmer und dem Klingklangstudio. Genauso wie Radioactivity, ich meine, da vorne ist so ein Volksempfänger drauf, also plakativer kann man mit der deutschen Vergangenheit dann auch wiederum nicht umgehen und es ist auch falsch, die dafür irgendwie nationaldeutsch zu empfinden, aber es ist auch so, dass man nicht sagen kann, dass das einfach nur ironisch gemeint gewesen wäre. Also Kraftwerk hat irgendwie einen ganz ästhetischen, neutralen Zugang dazu. Es steht ja nicht offensichtlich in einem ironischen Zusammenhang. So, das war der schlaue Teil, der ist jetzt vorbei. Jetzt kommt der nerdy Teil. Welche Platten kaufe ich? Natürlich die deutsche Autobahn mit dem Sticker oder die Single. Das waren halt alles Fotos, die ich gefunden habe. Oder, was auch schön nerdig ist, das Originalticket 1975 im Beacon Theater in New York haben Kraftwerk gespielt. Sowas bin ich eigentlich. Im Beacon Theater in New York. Da sind die Stones aufgezeichnet worden für ihren Film von Martin Scorsese. Und das gibt es heute noch, dieses Theater. Da haben die 75 gespielt. Das sind Erinnerungen, die kann den Wolfgang natürlich keiner mehr nehmen. Das gleiche hier in England, 20. September 75. Spielen die halt im Odeon in London. So, das ist halt für Sammler, was man sich so angeguckt hat. Kurz was zu den Kraftwerken, da wir sowieso jetzt schon durch sind. So sehen die heute dann aus. Auch heute kann man sich gut noch immer Kraftwerkshows angucken. Großes 3D-Kino im Hintergrund. Ganz links halt der einzige Original-Kraftwerker, Ralf Hütter. Und drei neue musikalische Mitstreiter, die jetzt so richtig international überall durchgestartet sind. Also ich habe jetzt vor einer Woche die mir in Philadelphia einmal angucken können. Die spielen auf einmal, ich meine, Philadelphia fand ich gut, weil es nah an New York war. Noch lieber hätte ich gesehen Nashville. Ich meine, Kraftwerk spielen in Nashville. Wie geil ist das denn? Ne? Und Kraftwerk spielen in Kansas City. Ich meine, super. Das heißt, was sie früher nie gemacht haben, viel live spielen, jetzt mit der Rente. Ist das alles anders? Und jetzt wird ganz viel live gespielt. Die finden gar kein Ende und die kommen auch im November nochmal nach Deutschland. Mittlerweile ist es nicht mehr dieser 8-Themen-Abend, sondern eigentlich mehr eine Greatest Hits Show, die aber auch sehr geschmackvoll gestaltet ist. Ich fand's super. Coole Setlist, guten Low-Key bei der Präsentation. Also die treten natürlich nicht auf wie Stars oder so. Also eigentlich. Man kann leider nichts Schlechtes über die sagen. So, heute sieht Kraftwerk dann Autobahn so aus, wie ihr das in K20 gekauft habt. Das englische Cover wird jetzt genommen. Dann steht aber auch jetzt nur noch Klingklang-Produkt 1974. Das heißt, da gibt es keinen Conny Plank mehr, keinen Wolfgang Flür mehr. Und gut, Karl Bartos hat auf der Scheibe noch nicht gespielt. So sieht das aus. Da wird auf einmal das alte Foto wieder gezeigt in dem neuen Buckel. Und rechts, so alleine, steht der Hütter jetzt manchmal da in seinem selbstgeschaffenen Kraftwerk-Kosmos. So, also auch heutzutage gerne mal hingehen. Und der muss sich schon mit Fragen heutzutage gefallen lassen, wie zum Beispiel, when do you think there will be electricity flowing through your veins instead of blood? Findet Ralf Hütter nicht lustig. Und als Beweis, auch heute wird Autobahn noch gerne gehört und gespielt. Autobahn ist nicht tot zu kriegen. Auch junge Leute und ältere und viel ältere Leute tanzen elegant zur Autobahn. And now, let's go to work. Das letzte Bild. Herr Flür
auf dem Weg zur Arbeit. Das war's. Danke. Kurzversion. Die Langversion dann gerne im nächsten Jahr wieder, wenn die Konferenz kommt. Genau. Vielen, vielen Dank. Gibt's also gibt's Fragen? Gibt's Fragen? Was sollen wir jetzt noch fragen? Ne? Keine Fragen. Da. Soll ich mir ein Mikro oder was? Gab's hier noch mehr Räume oder nur dieser? Das. Ich meine, es gibt echt nur das hier, das ist das Studio. Und in den 80ern oder so hatten wir den Raum auch vorne zur Straße hin, aber da stand nur ein Fernseher und eine Couch und eben dieses eine Foto, wenn man das Kind verarbeitet, aber der telefoniert in so einem großen Sessel, das ist vorne das Zimmer. Und hier drüber ist ja lustigerweise wirklich Elektromüll früher gewesen. Also ich hatte meine Firma hier vorne auf der Ecke Stresemannplatz und da hing schon unten im Flur, wenn die Telekom kommt, bitte melden bei Elektromüller. Ich so, klar, ich gehe jetzt zu Elektromüller und sage, bei uns kommt die Telekom. Dieser Elektromüller war für uns, für den ganzen Block hier als Elektriker zuständig. Und ich bin original. Wintorfstraße 16, 1999, im April hier reingelaufen. Ich habe da vorne eine Firma gegründet, die Telekom kommt. Ich gehe mal zu Elektromüller. Ich denke, das ist doch nicht wahr. Das ist ein Klinklerstudio. Gehe ich an dem Klinklerstudio vorbei, gehe ich die Stufen hoch, oben bei Elektromüller. Und zwar mit so einem eigenen... so Palim-Palim-mäßigen Schaufenster. Man geht da rein, ist so ein Fenster. Sagt mal, hallo, guten Tag, wir wollen in Stresemannplatz 4, da kommt die Telekom. Ja, ist klar, wir wissen Bescheid, Elektrobetrieb. Und sagt, wir kommen mal mit rüber. Ich dachte jetzt 10 Jahre lang, die sind so geil und schreiben nicht Klinkler an die Tür, sondern Elektromüller. Nein, das war Elektromüller. Später hat sich das nur wieder jetzt so in den Kraftwerk-Kosmos integriert. Warum ich das nur sage, da oben ist das Video von Robert gedreht. Also wenn man sagt, wir sind die Roboter, zum Beispiel wie sieht die Tür aus oder welche Uhr hängt da drüber oder so. Und so ein ähnlich großes Zimmer ist halt hier genau hier drüber, was man auch als Fotostudio manchmal genutzt hat. Und der Teil darüber, das war halt Elektromüller, also da war dann diese Durchreiche zu Elektromüller, was dann auch später ein Kumpel von mir als Videostudio gemietet hatte. Deswegen kenne ich die Räumlichkeit hier drüber auch ganz gut. Wir sind die Roboter oder auch oft, also wenn man die Fotos sieht von dem Artwork, Man Machine und so, dann ist das zwar entweder hier, oder eben alles oben, weil da viel Platz war und man die Roboter gut stellen konnte und nicht den ganzen Synthesizer-Scheiß rausfahren musste. War das die Frage? Wie war die Frage? Ich habe es noch andere Räume. Ja. Ich habe noch eine schnelle Frage. Ja. Weiß man denn jetzt, wer eigentlich das Model war? Ja, aber ich darf es nicht sagen. Damit habe ich gerechnet. Nee, das darf ich ja nicht sagen. Aber ich weiß, wer das Model ist. Aha. Es gab das Model und das war eine gut aussehende blonde Dame, die oftmals ins Begel ging auf der Ratinger Straße. Ja. Die war Model, stand für alle Fotografen Modell und war eigentlich für die Kraftwerk-Jungs bis auf einen nicht zu haben. Aber der Name ist bekannt, aber wird nicht gesagt. Man weiß, wer es ist, aber man erzählt es nicht. Aber ist auch niemand Berühmtes oder Bekanntes jetzt. Gut, weitere indiskrete Fragen habe ich im vertrauten Gespräch. Der Rudi hat ein paar Bücher dabei. Die einmalige Chance. Ja, also nur für die wenigen, die jetzt noch keins haben. 5 Stück habe ich dabei. Nur wer ja hat signiert. Natürlich. Ja. Sehr gut. Vielen, vielen Dank, Rudi. Großartige Show.